So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Willkommen zurück auf der Karte Wankendorf, Version 2.55. Wie versprochen und wie gewünscht von euch, fahren wir heute nochmal den Sammelbus 1 abends nach dem Spiel, und zwar nach dem dritten Spieltag heute wohlgemerkt. Heute kann alles vorbei sein, heute kann Deutschland ausgeschieden sein. Das Lustige nämlich an dieser Folge ist, wir befinden uns heute vor dem Schwedenspiel. Das heißt, diese Aufnahme wird zeitversetzt sein und ich weiß noch nicht, wie das Spiel gegen Schweden ausgegangen ist. Einerseits ganz lustig, andererseits schaffe ich sonst nicht, das aufzunehmen. Und ja, wir fahren mit einem Kappa City auch wie gewünscht. Kappa City L wohlgemerkt aus dem Buspaket add-on. Könnt euch eine Videobeschreibung kaufen und so weiter, ne? Könnt aber auch warten, bis C2 rauskommt. C2 Stabus von mir. Genau, mit dem Bundeswehr Repaint von meinem Zuschauer City Arzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Hatte ich auch schon ewig auf dem Rechner mal. Von daher fahren wir das heute mal. So, kein Soundmod, kein Mercedes-Mod, weil ich das alles mal deinstalliert habe und so weiter. Weil ja diese, weiß ich nicht, OMSI Finlay und die ganzen anderen Soundmods und so, das alles zusammen, das hat sich dann zerschossen bei mir. Jetzt funktioniert wenigstens wieder die Standardvariante, die ich eigentlich auch ganz schön finde. So. Geben wir einfach die 1 ein. Und fahren den Sammelbus 1. Vom WEU-Stadion über den Hauptbahnhof, steht glaube ich hier noch Hauptbahnhof, ja, heißt Marktplatz jetzt nach dem Fahrplanwechsel, über Birkenhain, ja, Wohngebiet Birkenhain und so weiter, Hohe Weide, wieder zurück zum WEU-Stadion. Das Ganze werde ich wahrscheinlich in zwei Teilen hochladen, ausnahmsweise, ja, weil ich das anders sonst nicht schaffe, ja, dann habt ihr halt kein Video sonst. Dieses Mal wird es den wahrscheinlich in zwei Teilen geben oder so, das ist dann aber nur eine Folge. Ja, oder ich lasse auch als eins hoch und habt ihr aber nächsten Tag kein Video. Werdet ihr dann sehen. Entscheide ich dann noch später. So. Wir fahren also 20 Uhr. Das ist natürlich auf die Brasilien-Spiele ausgelegt. Hier noch von 2014 habe ich das einfach kopiert. Ich glaube, die spielen 16 Uhr am Mittwoch. Aber ist egal. Wir tun mal so, als ob das Spiel jetzt vorbei wäre. Und dann wollen wir nochmal Dashboard einstellen. Eigentlich, da muss ich mal gucken, hier ist das denn. Genau, das ist ja immer unterschiedlich. Ah, mal gucken. So, Türfreigabe. Geht wieder raus. Wunderbar. So, stört mich zwar auch immer mit dem Mercedes-Stern, aber momentan das Forum war ja auch, also vor der Aufnahme war es irgendwie nicht verfügbar. Jetzt ist es wieder verfügbar, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich es in der Vorbereitung der Aufnahme nicht geschafft, ins Forum reinzukommen. Deshalb gibt es auch keinen Stern. So, machen wir 20 Uhr 8 mal besser draus. Fahrkartenverkauf sollten wir ausschalten. Ist auch wunderbar. Auch wenn die Leute trotzdem ihren Fahrschein entwerten. So, und jetzt schon mal die erste Schwierigkeit. Ich bin so lange nicht mehr mit diesem Bus gefahren. Hier 21 Meter, das ist schon ordentlich. Gucken wir mal. Bin jetzt auch lange. Ja, das ist mir in der Probefahrt schon passiert. Wunderbar. So. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Hallo. Hallo. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Hallo. Halt dein Maul. Nein, hallo. Guten Abend. Tag, Manfred. Hallo. Jo. Hallo. Schön. Hallo. Hallo. Jo. Tag. Hallo. 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 Guten Hallo. Tag. Guten Abend. Abend. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Abend. Tag. Guten Abend. Ja, man sieht schon sehr, sehr viel aus dem 3-Generationen-Net-On noch hier. Ne? Das fällt mir immer wieder auf. Hallo. Es wird Zeit für C2 Stabus von mir. Da sieht das hier vorne auch deutlich besser modelliert aus. Ja. Das ist ja alles nur mit Texturen gemacht. Da sieht man das richtig schön, wie. Das ne, so kalt sein. Dass das hier nicht alles einheitlich ist. Das ist ja bei Mercedes so. Oder hier, ne? Hier, beim C2 halt. Das sieht da alles deutlich besser aus. So. Wir fahren den Sammelbus Birkenhain.
ab geht er. Also, OmniForum findet ihr momentan omnibussimulator.de/forum/backup. Ich habe so viele Fragen bekommen. Weißt du, wann das wieder verfügbar ist, das Forum und so? Und nein, also ich habe mit dem Forum nichts zu tun. Ich bin da nicht mal registriert, weil ich da schon ewig lang gesperrt bin. Ich habe mit diesen Pennern da in dem Forum nichts zu tun. Muss man mal so klar sagen. Also nicht alle, aber ein Großteil dieser Leute, die haben halt wirklich, sind halt wirklich geistig hängen geblieben da in dem Forum. Ne, die das moderieren, leiten und so weiter, die halt dafür verantwortlich sind, sagen wir es mal so. So, es wird daraus irgendwie kein Lotus-Forum. Das haben, glaube ich, auch schon einige dann bestätigt. Genau. Borussia Mönchengladbach, glaube ich, ne? Torhymner? Wiesig nicht. So, weiter geht das. So, wir hätten auch ein bisschen später abfahren können, weil der Fahrplan ist sehr großzügig bis zur Marienkirche. Da werde ich dann wahrscheinlich die Zeit wieder ein bisschen vorstellen. Ja, fahren eine Stunde insgesamt. Also auch hier die Sitze und so, das wird schon alles deutlich besser sein in der C2-Stadtbus-Familie, ne? Deswegen habe ich ja damals auch schon gesagt, ist eigentlich nicht so schlau, sich das Hamburger Buspaket zu kaufen, wenn du alle Busse halt dann jetzt nochmal ein paar Monate später kriegst und in der besseren Quali, aber das haben sich ja trotzdem eigentlich fast alle gekauft damals, ne? Naja. Muss halt jeder für sich entscheiden. Andererseits haben die meisten gesagt, ja komm, 8 Euro bei Camps Rocket, das ist jetzt nicht sonderlich viel. So, das Dashboard wird ungefähr bei C2 Stadtbus eine ähnliche Qualität haben. Bilder, guckt auf jeden Fall mal rein bei Facebook, Nextra D-Modelle. Und dann ist es ja bald soweit. Jawohl, ich freue mich. So, wir fahren also jetzt erstmal wieder Sammelbus 2, wie beim letzten Mal. Und an der nächsten Kreuzung trennen sich dann die Wege. Ja, da ging es links zum Maritimo mit dem Sammelbus 2. Wir fahren jetzt also in die Stadt geradeaus über Marienkirche, Marktplatz und Osnabrücker Straße. So, hier bei dem Dashboard, na, habt ihr jetzt am Anfang gesehen, ich habe dort versucht, anders einzustellen. Finde ich schade, dass man das nicht ein bisschen höher einstellen kann hier. Da gibt es natürlich auch bei manchen Soundmods. Versuche euch das mal irgendwie zu demonstrieren, aber ich finde das gerade jetzt nicht. Da gibt es irgendwie solche Blickwinkel, also da sitzt man ein bisschen tiefer. Das fand ich aber jetzt auch nicht so. Irgendwie so, naja, so auch nicht, aber müsst ihr mal gucken. Das finde ich aber scheiße. Das habe ich schon bei anderen YouTubern gesehen, wie man da sitzt. Da gefällt mir das so doch deutlich besser, weil ich möchte ja viel auch von der Strecke sehen hier. Finde ich ganz gut. Was man in OMSI 2 auch mal nach 100.000 Jahren einführen könnte, ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Nee, geht hier nicht. Dass man, wäre eine Anregung für C2 Stadtbus, ja, dass man die Spiegel, den Innenraumspiegel ändern kann. Entweder mit der Maus oder eben hier mit so ein Rädchen ist das ja, ne? Glaube ich, wo man das einstellen kann. Kommt halt immer drauf an, wie das die Unternehmen bestellen. Ist mir egal, Hauptsache man kann halt diesen Innenraumspiegel auch mal ein bisschen sich einstellen. Das wäre mal wirklich mal ein Next Level, ne? Nicht immer nur Standard. Weil das ist einfach auch der gleiche Spiegel aus dem 3-Generation-Add-on, ne? Also kann man schon ein bisschen mehr erwarten. So, also Überlänge heute mal wieder.
Nach dem Citaro L heute der Capacity L. Oh ja, das war ein bisschen doll. Ich bin so lange nicht mehr um sie gefahren. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen. So, die Leute steigen jetzt alle aus, ne, haben Fußball geguckt. Und wir fahren sie jetzt also nach Hause. An der Haltestelle Sportanlagen steigt, glaube ich, nochmal jemand ein dann. Das ist ein kleiner Bug. So, und ihr habt euch gewünscht, wir fahren dann abends, ja. Sieht doch ganz nett aus hier, ne? Wird dann wahrscheinlich nicht ganz dunkel werden nachher. Bei 20.17 Uhr ist es eigentlich noch komplett hell draußen. Aber gut. So, Börsenplatz halten wir nicht an. Können wir durchfahren. Was stehst du da? Ich nehme dich nicht mit. Hinter uns ist auch kein Kollege. Ja, wir fahren diesmal natürlich mittwochs, wie es beim dritten Spieltag üblich ist. Von daher fahren natürlich auch mehr KI-Busse rum als sonntags beim letzten Mal. So, jetzt ist hier irgendwie die Klima angesprungen oder so. Das Gute ist, ich muss vorne nicht mehr aufmachen. Ne? Nur noch Türfreigabe. So. Gibt's ja auch Fahrer, die nutzen die Klimaanlage halt nicht. Ne? Das muss jeder für sich wissen, ob er die braucht oder nicht. Gibt eben auch Fahrer, die schalten die aus und machen dafür alle Fenster auf. Ne? Das ist jedem selbst überlassen. Ich finde, wenn man so eine Technik an Bord hat, dann sollte man sie auch nutzen. Ja, das war tatsächlich, ich habe gesehen, ne? Ich habe sehr weit ausgeholt. Zack, Bordstein mitgenommen. Boah, Fresse da hinten. Unglaublich, der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, Manfred. Deutschland wieder verloren, oder warum hast du so schlechte Laune da? Gegen Südkorea, glaube ich ja wohl eher nicht. Also ich will gar nicht so viel über Fußball reden, weil der eben, wie gesagt, ein bisschen zeitversetzt ist heute. Eigentlich ist es kein gutes Omen, wenn wir ein WM-Special vor einem Spiel rausbringen, haben wir ja gesehen, gegen Mexiko. Das hat nicht viel gebracht und am Ende hat Deutschland verloren. Kurzer Kommentar, das war natürlich ganz schlimm. Ja. Schreckliches Spiel. Klar hat Mexiko auch gute Fußballspieler, ne? Aber nee, also wenn da so viel Geld auf dem Platz steht, sag ich immer, die sind so viel Millionen wert, dann muss da drunter auch mal ins Eckige. Tut mir leid. Natürlich spielen auch die größten Bauern dieses Jahr mit für Deutschland. Also ich hätte den Kader mal ganz anders ausgewählt. Aber gut, ja. Wenn ich halt einen Plattenhardt aufstelle von Hertha BSC Berlin, ja, super. Ja. Ganz toll. Das ist unser Deutscher. Oder hier Jonas Hector aus der zweiten Liga. Ja, super. Der hat zwar nicht mitgespielt, der wird aber höchstwahrscheinlich spielen gegen Schweden. Könnt ihr ja dann mal vergleichen nach dem Video. Ja, dann tut's mir leid. Ja, dann haben wir halt... Der Kimmich ist natürlich... Also der Kimmich hat das Niveau, was wir brauchen halt eigentlich, ne? Das ist... Auch wenn ich menschlich gesehen oder so, halt wie er so ist, so vom Typ her, da bin ich absolut gar kein Fan von ihm, aber er kann schon zweifelsohne sehr gut Fußball spielen. Deswegen sind das Spieler, die wir brauchen. Ganz einfach. Nicht irgendwie Marvin Plattenhardt oder sowas, ja? Bei allem Respekt, aber... Um bei einer WM für Deutschland von Anfang an zu spielen, da brauchst du halt ein bisschen mehr. Genauso habe ich gehört, Mario Gomez soll spielen, da lache ich mich doch tot. Ja. Vom VfB Stuttgart. Die natürlich noch Siebter geworden sind, aber... Also Mario Gomez hat seine besten Zeiten hinter sich, aber mal ganz eindeutig, ne? Eieiei. Da kann wohl auch Klose nicht helfen. Der ist ja irgendwie Sturmtrainer. Der denkt sich auch so, ja komm, würde ich lieber selber spielen. Dann wird er wenigstens erfolgreicher sein.
Naja, dann noch der Manuel Neuer hinten drinne. Wie muss denn das als Spieler sein, wenn ich weiß, ich habe einen Torhüter da drinne stehen, der ein Jahr lang nicht gespielt hat? Ja, super. Da würde mir doch auch ganz anders zumute werden. Das ist zwar Manuel Neuer, aber selbst für die Bayern-Spieler muss das doch extrem komisch sein. Da steht auf einmal der Manuel Neuer. Jetzt habe ich ein Jahr lang mit Sven Ulreich gespielt. Ein Sven Ulreich, der es auch wirklich nicht schlecht gemacht hat, außer in der Champions League dann zum Ende. Gegen Real, aber ansonsten hat er wirklich halt zu 99% seine gute Seite gezeigt. So, jetzt fahren wir Richtung Flugstraße oder was? Oder was? Flurstraße? Flurstraße. Also ich hätte ja auch die Torhüter, ne? Also ich hätte ja auf jeden Fall erstmal Kevin Trapp hätte ich erstmal aussortiert. Neuer hätte ich aussortiert. Weil das sind zwei Torhüter, die wenig oder gar keine Spielpraxis hatten. Die hätte ich erstmal rausgeschmissen. Hätte ich mein Testing hätte ich als Stammtorhüter genommen. Dann hätte ich Leno mitgenommen, auf jeden Fall. Jo, und als dritten weiß ich nicht. Hätte man Tim Wiese mitnehmen können oder so. Weiß ich nicht. Der hat ja eigentlich nicht viel zu melden. Der dritte Torhüter. Da hätte ich dann meinetwegen auch einen Ulreich mal mitgenommen. Ja. Klar, als Schalker würde ich auch sagen Fährmann, aber Ulreich hat es auch mal verdient gehabt. Eindeutig. Naja. Wir haben kein Torwartproblem, ne? Das will ich hier nicht damit sagen. Aber trotzdem finde ich schon sehr fragwürdig, Manuel Neuer nach einem Jahr ohne Spielpraxis spielen zu lassen. Muss man nicht sagen, der ist fit. Wenn er nicht die Erfahrung hat, oder die Routine drin hat, die Erfahrung hat er ja, die Routine hat er halt nicht drin. Ja, dann tut's mir leid, ne? So. Das ist meine Meinung dazu. Könnt ihr natürlich teilen, müsst ihr nicht. Ist euch überlassen. So. Wir fahren den WM-Shuttle. Möglicherweise der letzte. Auf dem Kanal wird es der letzte sein, aber ob ich den dann privat nochmal fahren werde, zu einem Achtelfinale oder einem Viertelfinale, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Ich weiß gar nicht, wer in der Gruppe E drin ist. Ich interessiere mich null für die WM tatsächlich. Ich habe dieses Jahr überhaupt nicht das WM-Feeling. Was ich 2014 zum Beispiel hatte. Da habe ich wirklich eine Menge verfolgt. WM Gruppe E. Da, das ist die Brasilien-Gruppe. Ach du Scheiße, genau. Das habe ich mir fast schon gedacht. Da ist Brasilien vorne. Vor der Schweiz. Und Brasilien wird sich höchstwahrscheinlich durchsetzen. Ja. Das heißt, wenn Deutschland dann Zweiter werden würde, was ich stark annehme in der Gruppe, dann würde es Deutschland gegen Brasilien heißen. Ja, herzlichen Dank. Können wir gleich nach Hause fahren. Also wenn wir so spielen wie zuletzt. Wenn jetzt natürlich noch eine Leistungssteigerung kommt, dann sind die Chancen natürlich wieder da. Ne? Brasilien ist ja jetzt auch nicht so die Übermannschaft. 7-1. So, Sportanlagen. Hier dürfen wieder ein paar Leute einsteigen. Das ist ein Bug. Jo. Und ist auch wirklich nur an dieser Haltestelle. Guten Abend. Können auch zweite Tür einsteigen, ne? Hallo. So ist das nicht. Wenn sie wollen. Abend. Guten Abend. Ich hatte gedacht, wenn ich Türfreigabe reinmacht, öffnen die Fahrgäste die Tür automatisch von außen. Aber gut. So, also. Brasilien könnte der Gegner sein. Die Schweiz hat momentan auch 4 Punkte. Das wäre natürlich wieder richtig Dusel, ne? Wenn die Schweiz dann auf einmal doch Erster wird und Deutschland Zweiter. Naja, ich sag Gewinn gegen Schweden irgendwie so 1-0 oder so, keine Ahnung. Ich habe beim letzten Mal 2-0 Deutschland gesagt, da lag ich dann voll daneben. Jetzt sage ich diesmal 1-0. 1-0 Deutschland. Und gegen Südkorea 2-1 oder sowas. Da kassieren sie auf jeden Fall nochmal ein, glaube ich. Weiß ich nicht, wird dann irgendwie. Wobei gegen Schweden spielt ja, also da irgendwie habe ich gehört, Hummels nicht oder so. Wenn er halt dann irgendwie so Niklas Süle in der Abwehr steht, okay, dann würde ich ja halt doch sagen, dass wir ein Gegentor bekommen oder so. Ja, wenn Niklas Süle, finde ich auch, der taugt absolut mal gar nichts. Also wenn ich den in der Champions League gesehen habe, bei Bayern München,
dachte ich mir auch so, ach du Scheiße, ja, warum... Bayern möchte doch die Champions League mal gewinnen, warum holt man sich dann solche Spieler? So, war die Linie 4? So, falls es dem einen oder anderen jetzt mal bei den letzten Stellen aufgefallen ist, ich versuche heute auch mal so ein bisschen, also eine wirklich sanfte Bremsung hinzulegen. Das versuche ich mal tatsächlich hier mit dem Logitech Dragon Force GT, ob das funktioniert. Weiß nicht, der ein oder andere, der sich ein bisschen auskennt, vielleicht auch mit dem Busfahren in der Realität, der weiß, du musst oder sollst versuchen zu bremsen, dann gehst du ein Stück runter von der Bremse und dann nochmal rauf. Aber nur so ganz sachte. Das musst du halt probieren. Versuche ich jetzt nochmal. Also ich bremse. Das muss in einem Zug passieren. So, und jetzt gehe ich kurz nochmal runter und jetzt nochmal rauf. Dann hältst du halt ganz sanft an. Ist halt bei einem Bus schon wichtig, ne? Fahrgäste wollen ja sicher transportiert werden. So, wir spulen 2 Minuten vor. Hier steigt eh keiner ein. Jetzt fahren wir durch den Tunnel. Kennen die meisten wahrscheinlich nicht, wird nämlich nur durch die Linie N1 befahren. Gut, der Tunnel hat seine Stärken und seine Schwächen, sag ich mal. Sieht ganz nett aus, ne? Ist schnelle Verbindung und so, aber eine Schwäche werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen, da ist der Tunnel nämlich auf einmal zu Ende. Und dann kriegt ihr schon Schreck, oh, ist das jetzt das Ende der Folge und so und... Naja. Da. Ne? Könnt ihr mal kommentieren, was oder wie ihr das beschreiben würdet hier. Irgendwie einen lustigen Spitznamen oder so. Sowas sieht man uns eigentlich nur im Ruhrgebiet, ne? So, mal sehen, wann dann Wuppertal kommt. So, bin ich auch null gehypt oder so. Achso, ich war ja bei dem Thema, ne? Ich bin ja dieses Jahr überhaupt nicht so gehypt auf die WM. Liegt einfach daran, weil mir das einfach am Arsch vorbeigeht, ja? Wir haben eine Gurkentruppe da. Dann bei den Russen, muss ich ehrlich sagen, das reizt mich eigentlich gar nicht mehr, da irgendwie mal was anzugucken. Oder mich auch mit dem Land zu befassen. Außer was die vielleicht trinken, aber mehr auch nicht. In Brasilien, das war schon echt cool, ja. Das war so ein richtiges Sommermärchen auch. Hat mir gefallen. Auch Brasilien hatte seine Nachteile und so. Und wenn du dir heute anguckst, wie die Stadien aussehen und das ist halt alles scheiße, klar. Aber es war irgendwie cool, es war eine geile Zeit im Museum. Und das, bei den Russen, das reizt mich nicht so, muss ich sagen. Bei Wladimir Putin, ja. Der feiert sich ja extrem viel, dass er die WM in seinem Land jetzt hat da. Naja, also. Weiß ja nicht, könnt ihr auch mal sagen, ob euer Hype auch so gering ist wie meiner für die WM. So. Ich muss mir das wirklich angewöhnen, sehr weit auszuholen. Es ist nochmal ein großer Unterschied zum Gelenkbus. Zum handelsüblichen 18 Meter Gelenkbus oder meinetwegen auch 18,75 Meter. Sprich die Line City GL Busse. WM Stadtkrankenhaus. Steht sogar dran, nicht schlecht. So, ich hoffe, dass wir bei C2 Stadtbus dann auch eben so einen Monitor haben oder so, jetzt Monitor nicht, aber so ein Gerät hier, ne? Bordcomputer,
Ich weiß ja, welche das sind, aber dass das eben auch so läuft, du gibst einfach nur irgendwie eine Nummer ein oder hast einen Fahrplan aktiviert und dann wird dir das angezeigt und so. Dass das alles automatisch und einfach geht und so, das wäre schon ganz cool. So, Linie 1 zum Stadtkrankenhaus. Ja, nachdem Stadtwerke Wankendorf gesehen hat beim letzten Mal, in der letzten Folge, dass die normalen Gelenkbusse eigentlich nicht ausreichen für den Sammelbus, haben sie sich doch mal einen schönen Capacity L aus Hamburg gemietet. Der sich auf jeden Fall auch ziemlich gut fahren lässt. Ja, Fahrplan ist sehr, sehr großzügig, klar, mit Ticketverkauf und so, wenn du den ja eingeschaltet hättest. Ich habe den ja ausgeschaltet, weil ich der Meinung bin, wenn das schon so ein Shuttlebus ist, dann können wir den auch kostenfrei anbieten. Bezahlt dann halt der Veranstalter, ne? Was machst du denn jetzt hier? Linie 1 hält am Wiesenhof jetzt an. Ein schöner LE. Ich glaube, das Repaint ist privat, wenn mich nicht alles täuscht. Also da wird auch wieder eine Nachfrage kommen. Wenn ich einmal vergesse, irgendwas zu sagen, dass was privat ist, sofort die ganzen Kommentare voll. Ist das privat? Ist das privat? Gibt es den irgendwo? Schlimm finde ich immer die englischen Zuschauer, die dann immer nicht wissen oder nichts verstehen und dann immer fragen, wer I can't find download oder so. Und ich so halt's Maul, ja, weil. Keine Ahnung. Ne, ich schreibe da meistens private hin. Ja, private oder sowas. Das habe ich mir mittlerweile angeeignet, das Wort. Ja, müssen wir mal sehen. Bin gespannt, was dieses Mal wieder für Kommentare hier stehen. So, Vosslapper Weg. Ja, Partymeile hat dann geschlossen tatsächlich am WU-Stadion. Ah, die leuchten ganz schick, ne, die Knöpfe hier. Das Dashboard ist auf jeden Fall dem Darius ziemlich gut gelungen. Wie gesagt, Add-on ist halt nur immer ein bisschen unnötig, ne, wenn man weiß, C2 Stadtbus kommt noch. Wuppertal bringt einfach mal genau den gleichen C2 raus. Darius Bode verkauft seine Sachen mal wieder 5-mal. Man kennt ihn nicht anders, ja. Finde ich ganz cool. Also LE und irgendwie ein Gelenkbus oder so. Es gibt tatsächlich, ich habe auch von euch, habe ich Zuschauer gesehen, die dann geschrieben haben, Wuppertal ist interessant wegen des Busses. Nein, ist es überhaupt nicht. Leute, ihr kriegt die gleichen Busse bei C2 Stadtbusfamilie. Bitte niemand Wuppertal kaufen, auch nicht wegen des Busses, wegen der Busse. Nein, bitte nicht. Finger weg von Nitschmann-Scheiße, ehrlich, bitte. Ja, da hustet gleich einer hin. Nee, finde ich scheiße. Also bitte nicht bei Nitschmann kaufen. Oder von Nitschmann die Produkte. Es ist das letzte Add-on, wir wissen es ja alle, ja, es ist das allerletzte Add-on und da werden wir uns auch mal richtig Mühe geben, das komplett... Ach nee, wir halten hier gar nicht an, genau. Ich habe nämlich geguckt, gar nicht geguckt, was jetzt da oben von der Haltestelle stand. Es ist der letzte Add-on, wir werden nochmal richtig zerstören. Aber es ist einfach auch so etwas, was scheiße auf manchen Bildern aussieht. Gibt tatsächlich ein, zwei schöne Stellen, die hat man dann rausgesucht für manche Screenshots. Wie gesagt, für manche, ne, manche Screenshots sehen auch einfach total beschissen aus. Oder wenn er da sein Video macht auf seinem Kanal. Digga, du siehst einfach so viel Spandau wieder. Ist echt nicht cool. Überhaupt nicht cool. So, und ich hoffe halt wirklich, dass das nicht der letzte WM-Shuttle war. Ich würde gerne noch eins zum Achtelfinale fahren oder Viertelfinale, je nachdem. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ja im Vorfeld schon das ganze Krone-Event erstellt. Habe ich ja gesagt, bis wir Weltmeister werden. Und zwar habe ich da Deutschland als Gruppenersten ausgewählt und habe dann entsprechend den Tag ausgewählt,
wo der Sieger aus der Gruppe F gegen den Zweiten der Gruppe E spielt. Den habe ich hier im Chrono-Event als Achtelfinaltag ausgewählt. Das ist ein bisschen dumm von mir, ich weiß, aber gut, das würde dann nicht ganz hinhauen und sollte Deutschland als Gruppenzweiter tatsächlich weiterkommen. Wenn Deutschland jetzt nicht weiterkommt, ja, und Gruppendritter, Vierter wird, ja, dann mein herzliches Beileid, ne? Dann dürfen auf jeden Fall mal so einige. Also das macht der DFB eh nicht. Der DFB hängt an unserem Bundesjogi, ne? Der DFB hängt an den Spielern. Ich hatte die eigentlich. Manchmal ist das echt ein bisschen komisch. So, und der DFB wird dann auch keinen rausschmeißen. Sollten wir jetzt ausscheiden. Was man natürlich auch nicht unbedingt verstehen kann. Da kommt als nächstes die EM 2020. Die EM durch ganz Europa. Und dann kommt 2026 die WM durch ganz Nordamerika. Na, herzlichen Dank. Das wird ja dann auch wieder total lustig. Da regen sich ja jetzt schon alle drüber auf, dass sie jetzt so weit reisen müssen. Die Spieler von Deutschland. Und ich sag mal so, man hat ja das erste Spiel in Moskau gehabt. Man hatte dort auch sein Quartier. Und von daher einen kurzen Anreiseweg gegen Mexiko. Was ein Vorteil ist, ja. Und jetzt hat man eben noch diesen ewig langen Anreiseweg. Man musste also nach Sochi erstmal kommen und hat jetzt dort trainiert und das ist eine andere Temperatur natürlich und so. Und das ist eigentlich schon ein Nachteil, ne? Natürlich weiß ich nicht, wo die Schweden ihr Quartier haben. Das heißt, es kann auch ein gegenseitiger Nachteil sein. So, und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt viele Leute, ne? Die. Ich kenne auch viele Leute, die sich jedes Spiel von der WM angucken, oder fast alle und so, und Leute, ich habe mir noch nicht ein Spiel außer das Deutschlandspiel angeguckt, komplett. Ja, ab und zu, wenn ich mal vorm Fernseher sitze, dass der Kollege, ne, Tom-Brock-Straße, nicht Müller-Straße, wenn ich mal vorm Fernseher sitze, dann mal durchzappe, dann gucke ich mal kurz 5 Minuten rein oder so, oder ich guck mal, wie es steht halt, ne. Dann wird das ja manchmal auf der Straße irgendwo gezeigt, übertragen oder so. Oder wenn du an einem Elektrofachmarkt vorbeigehst oder irgendwie solche Sachen, ne? Halt, wenn du mal in der City bist oder so, dann kriegst du das ja halt auch mit. So. Aber ansonsten interessiere ich mich da gar nicht für. Schade eigentlich, ne? Ich bin eigentlich so ein eingefleischter Fußballfan. Aber bei Bundesliga ist es wirklich so, da könnte ich fast jedes Spiel gucken. Klar, manchmal wird es mir dann zu langweilig, aber. Naja. So. Wir haben ja in Deutschland, da heißt es ja immer, ja, Deutschland wird immer schwächer, die Liga und so. Ja, gut, das sieht man ja bei der WM, ne? Was wir da für Spieler. Wenn wir halt auch nur unsere Plattenharts, Hectors und. Hast du nicht gesehen, Gomez aufstellen. Ist ja wirklich traurig, dass nicht ein Schalker mit ist dieses Jahr. Es ist so traurig. Goretzka. Ja, Goretzka ist aber Bayern-Spieler jetzt. Ja. Jetzt würde Bayern. Das ist für mich kein Schalker. Der war auch vorher für mich kein Schalker. Wenn man zu Bayern München geht, ist man kein Schalker. Also hätte er wirklich gesagt, ja, okay, Digga, mach seinen nächsten Sprung und so. Wäre er zu irgendeinem anderen Verein gegangen. Man City, Barca, es gibt so viele Vereine, ja. Hätte ich gesagt, okay. Aber zu Bayern, also das tut mir dann herzlich leid. So, Max Meyer, Weltklasse-Spieler, ja. Muss auch unbedingt bei der WM von Anfang an spielen. Nein, Spaß, also Max Meyer. Ja, der soll mal schön den neuen Lewis Holtby machen. Gut, und jetzt ist natürlich Ralf Fährmann, hätte es verdient. Ein Thilo Kehrer hätte es mal verdient. Das sind also manche Namen tatsächlich, die auf Schalke das verdient hätten. So, wir fahren jetzt noch Richtung Neuhof, aber nur bis zum Bahnhof. Ach, da, ach, scheiße. Da ist ein Fehler, Neuhof Bahnhof. Den habe ich noch nicht korrigiert. Ja, also da müsst ihr dann mal kurz wegsehen. Oh, das ist ein ganz böser Fehler. Da habe ich nämlich eine DFI mitten auf der Straße gestellt. Oh, je, je.
Das ist mir neulich erst an der Probefahrt aufgefallen. Dann habe ich gesagt, ach ja, komm, bis zur Aufnahme. Gehst nochmal in den Editor, machst das, ja. Einige Tage später, ich setze mich vor den Rechner, starte die Aufnahme und denke dann natürlich nicht mehr dran, ne? Sammelbus Birkenhain. Ah, so ein Capacity. Leute, wenn ihr wirklich mal Bock habt, so einen großen Bus zu fahren, macht das mal. Ist schon richtig heftig. Ich habe auch gesehen, der VDL wird entwickelt momentan. Von MX-200. Bin ich sehr gespannt drauf. Also hier fahre ich nie 30. Da werde ich nur in meinen Editor reingehen und irgendwie das müssen umstellen auf 50 hier. Das geht ja gar nicht. Also nehme ich mir jedes Mal vor, wenn ich hier lang fahre. Weil ich fahre hier immer mit 50. Warum soll ich hier 30 fahren? Kommen mir die Anwohner an. Lärmschutz. Halt dein Maul mit deinem Lärmschutz. Sowieso der größte Bullshit. So eine Zone, wo du halt nachts irgendwie 30 fahren musst, aber doch jeder mit 70 durchrast, ne? Also. Ihr möchtet euch nicht dazu anstiften, da nachts in 30er-Zonen. Also in Zonen, wo du am Tag 50 fahren darfst, aber in der Nacht nur halt 30 wegen Lärmschutz, dass ihr dort halt 70 fahren sollt. Das möchte ich euch jetzt nicht ans Herz legen, aber das macht eigentlich trotzdem irgendwie jeder, ne? Da fährt kein Mensch 30. Das wenigste, was manche da fahren, ist tatsächlich 50. Normalerweise fährst du da mehr. Weil, wie gesagt, ich sage halt auch immer, wenn 30 ist oder so und es ist irgendwie eine Wohnsiedlung, wo Kinder wohnen, es ist irgendwie eine Schule in der Nähe oder es ist eben irgendwie eine gefährliche Stelle oder so, dann sage ich, okay. Sehe ich 31 und so, ne? Weil 30 ist schon, finde ich, verdammt langsam. Kann ich gleich Fahrrad fahren. Und dann sehe ich das auch ein. Aber wenn dann irgendwie alles frei ist, freie Straße, alles super, ne? Und dann steht da irgendwie, ja, wegen Lärmschutz bitte 30. Oder nicht bitte 30, steht dann eben so ein Schild. Gibt ja auch so eine freiwilligen Schilder, ne? Ist klar, aber... Nee, ist wirklich Verkehrsschild 30 und da steht Lärmschutz. Ja, dann... Nö. Nee, danke. Brauche ich nicht. So, hier ist der Weinweg. Hier möchte keiner raus. Haben wir denn noch Leute? Ja, ein paar. Ein paar Leute haben wir noch. Ich finde den Sound wirklich nicht schlecht. Also nicht so schlecht, dass ich jetzt mir unbedingt einen Soundmod dafür runterladen müsste. Ich habe ja schon ein paar ausprobiert. Könnt ihr auf dem Kanal mal nachgucken. So richtig überzeugt hat mich keiner. So, hier zum Beispiel, ne, ist eben eine total beschissene Kurve. Da fahre ich dann natürlich mit dem Bus auch weniger als 30. Ist doch klar. Ne, sehe ich ein. Andererseits, wenn ich halt dort ein 30-Schild hinsetze, dann hast du hier jetzt auch 30. Alles 30 wäre das hier, bis da vorne. Da fängt dann wieder 30 an. Hier ist eine Einmündung. Hier fängt wieder 30 an. Sehe ich nicht ein, ne? So, schön ist, dass du in OMSI keine Blitzer hast. Das muss auf jeden Fall in den anderen Simulatoren dann geändert werden. Beim BS18 hätte ich mir auch Blitzer gewünscht, die man halt auch sieht. Da wirst du dann irgendwie aus der Luft geblitzt. Klingt mir auch so okay. Das Spiel werde ich auch nicht mehr anrühren, auf jeden Fall. Nicht wegen der Blitzer jetzt, aber weil es scheiße ist. So, heute mal Pepsi. Müsst ihr selber wissen, was ihr heute trinkt. Heute mal kein Booster. Ich habe neulich tatsächlich mal so ein Mega-Monster gesehen. Wenn ihr das kennt. Das ist eigentlich auch nur zum überteuerten Preis. Habe ich schon vor 100 Jahren mal bei Rewe getrunken. Habe ich jetzt im Aldi gesehen. Ja. Mega-Monster. Das ist so eine wiederverschließbare Dose, wie früher Relentless.
Achso, ist grün. Entschuldigung, aber wir hätten trotzdem warten können, bis ich hier vorbei bin. So, hier hätte man auch einfach an der... wie heißt die Haltestelle? Einfach Gemmendorfer Allee. Da hätte man auch einfach nochmal einen Halt hinsetzen können. Dann müsste ich hier nicht diese scheiß Wendeschleife nochmal abfahren. Ja, das ist total eng, ne? Hohe Weide, da hätten die Leute auch mal hinlatschen können. Oder dort aussteigen können. Also sollten wir nochmal ein Achtelfinale spielen dürfen als Deutschland, dann würde ich mal so einen kompletten Dienst hier fahren auf dem WM-Shuttle. Mit zwischenzeitlicher Pause während des Spiels. Hast du ja, ne, da fährst du als Betriebsfahrt irgendwie und machst Pause und dann setzt du wieder ein und fährst die Leute wieder nach Hause. Das würde ich auch mal spielen wollen. So. Ja, die Lichter sind schon deutlich besser geworden, das muss man klar sagen. Das muss man klar sagen, aber nach wie vor sehr viel vom 3-Generation-Add-on. Aber halt, das Dashboard ist gut und das hast du ja wirklich hauptsächlich während des Spielens. Du guckst ja nicht so viel in den Fahrgastraum. Weil das sieht halt alles ja nicht wirklich neu aus. Haben denn die ganz neuen Busse, jetzt sind die Hamburger mal wieder gefragt, haben die da immer noch so eine hässliche Innenanzeige drin hier? Die sieht ja sowas von veraltet aus wie 2013. Da kann man sich auch mal ein paar Monitore leisten in Hamburg, würde ich sagen, wa? Wo da noch drauf steht, ja, Umsteigemöglichkeit dorthin und dorthin und dorthin und so. So, Neuhof Bahnhof steht da oben schon, einfach aus dem... Grunde heißt ja dann auch, weil, also nach dem Fahrplanwechsel Neuhof Markt, nee, nicht Marktplatz. Lindenplatz heißt das, genau, Lindenplatz. Ne, wir sind ja schon lang gefahren, wir haben diesen Würfel also einmal passiert hier an der Hohenweide. Ist ja rechts hier die Haltestelle. Endhaltestelle der Linie 2. So. Ist wirklich entspannt. Du lässt die Leute rein und hast dann nur noch TÜV-Freigabe rein. Leute machen ihr Ding. Ganz entspannt. So. Ich habe mir auch mal so ein Capacity hier gewünscht mit 4 Türen. C2-Kapazität, den 4-Türer. Hätte ich mir mal gewünscht. Nicht immer nur diese Hamburger-Variante, die ja echt komisch ist mit dieser zweiten Tür hier vorne gleich hinter der ersten Achse. Aber gut. So, dann fahren wir jetzt also nochmal diese Überlandstrecke, so eine 60er-Strecke hier. Auf ganz entspannt. Können wir auch tatsächlich abends mal ein bisschen Fernlicht anmachen. Sieht dann so aus. Achtung, gleich blendet ihr euch wahrscheinlich ein bisschen. Achtung, es blendet euch. Joa. Ja. So sieht es natürlich schöner aus, aber... Also hell ist das auf jeden Fall. Sieht ja so grell aus, ne? So, und 80. Boah, was ist denn jetzt hier? Ja, was, 80 sind hier? Kann man mit dem Bus auch wunderbar fahren.
So, da vorne ist die Linie 6. Fährt Richtung Stadtwald, kommt von Neuhof Kaserne. So, und da ist doch jetzt irgendwie der DFI-Fehler. So, hau mal ab hier, Kollege. Ne, anscheinend nicht. Lol. Also beim letzten Mal war hier ein DFI-Fehler. Keine Ahnung. Da stand die DFI hier mitten auf der Straße. So. Ach, guck mal, jetzt fährt er los. Den gerade so schön überholen. So, jetzt dürften alle raus sein. Jetzt fahren wir zurück zum WIO-Stadion, genau. Könnten wir eigentlich auch Betriebsrat ranschreiben, machen schon mal ein bisschen das Licht aus, so, ne? Wollen wir ein bisschen sparen hier. Und fahren also zum WIO-Stadion zurück. Folgen natürlich erstmal der 6. Wow, Moment, so. So, Hilfsteile gibt es. Doch, gibt es, ne, für den Bus? Die könnte ich eigentlich mal anmachen. Eigentlich weiß ich ja, wie ich zurückfahren muss. So, das ist der nächste Sammelbus. Das haut hier nicht ganz hin. Weil die fahren nicht im 5-Minuten-Takt. Das hatte ich aber in der Probefahrt auch schon. Also, eigentlich weiß ich ja, wie ich jetzt zurückfahren muss. Es ist natürlich eine lange Strecke, ungefähr 10 Minuten. Aber mal sehen, was die Hilfsteile sagen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen geheimen Schleichweg, den uns der Entwickler der Karte mal vorschlägt. Keine Ahnung. So, wieder unsere 80er-Strecke hier. Sonne geht unter. Das sind so die Bilder, die lohnen sich einfach, ja, wenn man als Busfahrer unterwegs ist. Dafür macht man das so echt gerne. Komplett dunkel der Bus. Richtige Betriebsfahrt. Natürlich lasse ich oben Sammelbus drinne stehen. Theoretisch könnte ich schon auf Sammelbus 2 umstellen. Den fährt er nämlich danach, nach dieser Tour. So, da vorne wieder links, genau. Fahren wir wieder zurück. Sammelb 1. Wunderbar. Frei- und Hallenbad muss ich erstmal gucken. Den Bus wollte ich eigentlich auch mal fahren. Habe ich noch nie gemacht, weil ich nie einen Fahrplan dort angezeigt bekomme. Muss ich unbedingt mal gucken, wann der fährt. Den wollte ich auch mal fahren. Das ist nämlich auch so ein Hallenbad hinter der Haltestelle Hohe Weide da. Wenn du ein bisschen weiter fährst und halt nicht diese Wände nimmst wie wir. Kann nur sein, dass der Fahrplan einfach nicht funktioniert, weil da was mit der AIDES nicht stimmt. Wenn man die selbst halt mal anrührt, dann kann das immer dazu führen, dass das da Probleme gibt. So, jetzt sag nicht der nächste. Sammelbus 1, Alter, wie viel fahren denn hier? So, könnt ihr auch mal sagen, was ist euer Favorit? Gefällt euch der? Wolf's Game Shop hat angekündigt, Giveaway
Part 17, ja, das war jetzt sehr interessant, diese Info. Danke dafür, Steam. Ja, seit dem letzten Update nicht mehr zu gebrauchen, Steam. Tut mir leid, geht gar nicht. Gibt keinen Offline-Modus mehr. Außer du hast kein Internet, aber ich habe ja Internet und ich würde auch gerne die Steam-Funktion nutzen, trotzdem aber als Offline angezeigt werden. Ja, Kickdown ist wirklich auch sehr gut umgesetzt, kann man nicht anders sagen. Und hierfür gibt es halt wieder keine Mercedes-Lizenz. Das ist alles so traurig. Das sind alles so traurige Sachen. Ich habe auch mal gehört, dass OMSI 2 Forum sollen wir gar nicht wiederkommen oder so. Wäre natürlich auch wirklich der Anfang von Ende von OMSI 2, ne? Muss man einfach klar sagen. OMSI 2 wird langsam tot gemacht. Hätte ich nie gedacht, aber ist tatsächlich jetzt Realität. Es kommt nichts mehr. Wir YouTuber, wir stehen da, haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Außer die unzähligen Payware uns noch vorstellen, die noch kommen. Aber so an Freeware-Karten für Leute, die halt viel OMSI Let's Playen. Das ist schon echt traurig. Könnt ihr ja mal gucken bei YouTubern, die auch so wie ich regelmäßig OMSI 2 hochladen. Wir wissen alle nicht, was wir zeigen sollen, ne? So. Dann kannst du nochmal einen alten Klassiker Lemtal die 150. auskramen, aber wer hat da Bock drauf? Da hab ich weder Bock drauf, noch habt ihr da wahrscheinlich Bock drauf. Wenn ihr seht auch schon wieder, das kennen wir doch alles schon. Ganz, ganz miese Zeiten im Moment, muss man sagen. Da gibt es so viele Leute, die diesen Bus-Simulator 18 abfeiern. Das ist so traurig. Wie kann man sowas als Simulator überhaupt ernst nehmen? So, bildet euch eure Meinung. Sagt diese Meinung auch. Anders geht's nicht. So, es soll ja bald ein Update kommen für den BS18, wenn das draußen ist, wenn Steam das installiert hat. Dann gucke ich mal, ob das Spiel auch wieder bei mir dann funktioniert. Wenn er wieder abschmiert, ja gut, dann lasse ich halt das Spiel halt links liegen. Ihr habt zwei Videos gehabt, sprich ungefähr 40 Minuten Eindrücke von dem Spiel. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ja, da dürfte eigentlich jeder mitbekommen haben, ob er das Spiel sich holen sollte oder nicht. Das heißt, er hat genügend Eindrücke, um sich ein Urteil bilden zu können. So, der nächste Sammelbus. Jawohl, jetzt kommen sie alle hinterher. So, das war natürlich keine sanfte Bremsung, wie ich vorhin sagte. Haben wir auch keine Fahrgäste an Bord. Ja, ich kann das ab. Ich als Fahrer hier. Das Problem ist, wenn wir zu spät sind, ne? Wir sollen direkt wieder abfahren. Wenn wir zu spät sind, dann fahren wir direkt eine Verspätung los. Und ihr wisst, wir müssen die Leute erst wieder einladen und so. Aber dafür hast du wahrscheinlich auch diesen eher großzügigen Fahrplan, ne? Wenn du die Leute hier überall aussteigen lässt und so. Also halt überall ein bisschen was gut machen kannst. Und man hätte schon eine kleine Pause in meinem VU-Stadion einplanen können. Andererseits wird es natürlich auch voll da, ne? In dieser kleinen Wendeschleife da. Müsst ihr euch ja vorstellen, da sind 10 Busse eingesetzt. Um als WM-Shuttle zu fahren. Man hat ja extra schon diese anderen, die regulären Linien nach draußen verlagert und eine Ersatzhaltestelle hingesetzt. So, fahren wir jetzt wieder durch die Stadt, oder was? Ja, stimmt. Ja gut, dann schickt er uns den ganz normalen Linienweg lang. Das ist ja total langweilig.
Wie die Linie 5 dann. Schulbus fährt auch, genau. Könnt ihr auch morgens E-Wagen fahren, das sind aber immer nur 2-3 Fahrten, die ihr da habt. Relativ unnötig. Hätte man auch mit den regulären Linien verbinden können. Irgendwie eine andere Möglichkeit hätte man finden können. Der nächste Sammelbus 1, meine Damen und Herren. Jetzt seht ihr nochmal alle. Ich glaube, C2 Stadtbus wird auch noch ein bisschen besser werden. Was das Fahrverhalten und so. Einfach das Feeling, was ihr habt beim Fahren, das wird, glaube ich, besser sein. Bin sehr gespannt. Von außen sieht es auf jeden Fall grandios aus. So. Linie 6. Und wir haben ordentlich Verspätung, meine Damen und Herren. Und viel schneller als ich kann man eigentlich jetzt nicht fahren. Ich fahre ja nur wirklich nicht gerade ordentlich jetzt zurück. Immer ein bisschen schneller als erlaubt. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ne, zum Video heute hier, wenn ihr irgendwas seht im Spiel, was jetzt nicht ordentlich ist oder so, dann sagt das mal. Ich habe ja ein bisschen was verändert. Ah, das Hamburger Addon ist ja auch wieder aktiviert. Wir könnten theoretisch zum Wankencenter jetzt fahren und uns das mal angucken, was ich da verändert habe. So, Opa, rechts ist Gas, ne? Kollege der Linie 8 fährt jetzt zur Pappelwiese. Fährt also auch genau den gleichen Weg wie wir. Gut, auf Wankendorf ist die KI immer ein bisschen doof. Das muss ich auch noch dazu erwähnen. Weiß nicht, entweder sind nur Kevins auf den Straßen oder... Die haben halt alle wirklich keinen Führerschein. Keine Ahnung, die meisten kennen die Vorfahrtsregeln ja einfach nicht. Na komm, ich lass dich schon extra vor. Edgar, erstmal Booster holen hier. Gibt jetzt Sixpacks, ne? Sixpacks. 5 Booster bezahlen, 6 erhalten. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. WM Edition nennt man das. So, wir sind dann gleich da. Bus ist natürlich auch sehr leise, muss man sagen. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen lauter gestellt. Da freue ich mich doch wieder, irgendwie mal wieder einen älteren Bus zu fahren oder so, der noch schön laut ist und so. Vielleicht werde ich auch nochmal irgendwie mit einem Facelift Capacity, ne? Das haben wir auch schon gefahren, dass ich den mal hier einsetze auf Wankendorf und so. Da hört man ja wenigstens so einen Sound und so, ne? Klingt ja dann noch alles
bisschen ordentlich, bisschen laut, bisschen umweltverschmutzen und so. Oder einfach, naja, den normalen Citaro G könnte ich auch nochmal fahren. Der hat ja, glaube ich, auch ein paar mehr Sitzplätze als der Scania hier in Omsi. Mir vor wie Philipp LP, ich mach die ganzen Busgeräusche nach. Oder Zuggeräusche oder so. Was ich mich da früher amüsiert habe, muss ich ehrlich sagen. Also das hat meinen Abend oder Nachmittag, je nachdem, hat das geprägt. Ist nicht böse gemeint, das ist einfach dermaßen lustig und unterhaltsam gewesen. So, rechts ist das Schulzentrum. Gehen die ganzen Schüler hin. Oh, man hört schon die Partymeile. Ist auch cool, ne? Dass du es nicht dort nur am Fleck hörst, sondern dass sich das so ein bisschen durch Schallwellen. Nicht Schellwallen, Schallwellen. Verteilt natürlich, ne? Dass man das also ein bisschen weiter noch hört. Wenn wir jetzt hier mal das Fenster aufmachen. Achtung. Dürfen wir was hören. Ja. Da sehen wir das. Da feiern die Leute noch, obwohl das Spiel schon lange vorbei ist. Wir kommen hier mit 8 Minuten Verspätung an, Alter. Alter. Und dann geht's direkt weiter als Sammelbus 2. So, da stehen schon die Fahrgäste. Die warten auf uns. Busfahrer kommt erstmal übelst verspätet an hier. So. Das war's. Aus meiner Auswertung. Wo kriege ich die? Kriege ich die da vorne erst? Ah, der Maulknickschutz. So. Krieg ich die hier? Oder was? Krieg ich nicht. Ist auch egal. Ja, es ist zu dunkel, weil war Betriebsfahrt. So, das soll es gewesen sein für heute. Danke fürs Dabeisein. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht es gut und ciao, ciao.